Was haben Sie da für T-Shirt? Was wollen Sie damit sagen? Also das T-Shirt heißt bei uns im Osten erstmal nicht T-Shirt, sondern Niggi. Okay, was haben Sie für Niggi? Niggi, haben Sie was gelernt? Niggi, genau. Das Niggi erklärt sich, weil unsere Freundschaftsratsvorsitzende, die Seuchenheilige Angela die Erste, war für Agitation und Propaganda zuständig. Kann man auch übrigens nochmal schön bei Günter Gauss sich angucken. Zur Person würde ich jedem empfehlen, ganz tolle Sendung, die kennen Sie bestimmt, oder? Das waren die Interviews, die Serien von Günter Gauss, ja, und dem ständigen Vertreter der Bundesrepublik in der DDR, ja, wie es hieß. Ja, und die FDJ, sie kommt ja von der FDJ und sie hat aus der CDU, also ich mache es jetzt wirklich, Entschuldigung, lieber Herr Tichy, für schwer erziehbare. Im Osten weiß das jeder, was gemeint ist. Ja, aber ich bin doch aus dem südostbayerischen Raum, ich bin vom ganz anderen Eck. Ja, und das ist doch das Schöne, dass wir die Sprache haben. Und wenn man dem anderen gegenüber freundlich auftritt, kriegt man eben auch immer eine Antwort.